Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich spiele Pinhead. Und zwar, ja, das ist meine erste Killerrunde seit dem neuen großen Patch. Und ja, wenn Pinhead jetzt wieder reden kann, will ich das doch selbstverständlich ausprobieren. Und ich spiele ihn mit Korrupte Intervention, Fluchruin, Sackgasse und Fluchspielzeug. So, ja. Wie gesagt, die erste Runde seit dem großen Patch. Und ich habe noch einige alte Folgen. Einige alte Runden. Und schade. Ich habe noch einige alte Runden, bei denen ihr sehen werdet. Dass da viele von den Änderungen noch nicht dabei sind. Was der Hauptgrund ist, warum ich angefangen habe, Doppelfolgen zu machen. Ich bringe dir mal ein bisschen weiter weg von meinem Ruintotem. Und ja, nur dass ihr Bescheid wisst, es wird noch einige ältere Runden geben, die vor dem großen Patch entstanden sind. Aber ich hoffe, es stört euch nicht. So, jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Runde. Der erste hängt am Haken. Der Würfel ist wieder da. Der Generator ist schon sehr weit. Und da haben wir jemanden mit Flink. Wer ist denn das? Ist das Elodie? Das müsste Elodie sein. Kommen wir um. Nehmen wir die Palette raus. Und weiter geht's. So, wo ist sie hingegangen? Hier durchs Fenster gesprungen. Okay. Den Schlag müssen wir kriegen. Erster Generator ist fertig. Einmal. You summoned me. I came. Ja, sorry, was machst ausgerechnet du denn jetzt den Würfel? Hast du Entscheidungsschlag? Nein, hast du nicht. Ja, sorry, also. Wie kann denn derjenige, der gerade vom Haken geholt wurde und noch verletzt ist, auf einmal den Würfel machen? Also Entschuldigung. Nein, da habe ich gar kein Mitleid. Du bist selbst schuld. Da ist es jetzt halt so. Könnt mir mal sagen, wie ihr das seht, aber ich bin der Meinung, definitiv selbst schuld. So. Ruin ist leider weg, deswegen muss ich manuell... Hör ich hier jemanden atmen? Nein. Deswegen muss ich manuell die Generatoren beschädigen, aber das kriegen wir alles auch noch hin. Da vorne rennt Michaela. Da ist er. Einmal! Ja, Tab, es tut mir wahnsinnig leid. Okay, er wurde noch gerettet. Aber was soll ich denn in so einer Situation machen? Zweiter Generator fertig. Kriege ich die noch rechtzeitig? Bevor sie irgendwas anstellen kann. Die Palette ist weg. Hallo. Ah, Detard. Okay, das macht Sinn. Aber durch das Fenster kommst du nicht und jetzt kriege ich dich. So. Dann kannst du auch direkt an den Haken gehen. Jetzt ist ein Spielzeugtotem zerstört worden. Oh, Tab hat den Würfel eingesammelt. Schon wieder? The box. You
opened it. Tab, sorry, das ist gerade. I came. Geschenkt für mich. Also den Kill nehme ich doch gerne mit. Wo ist der? Ach da. Da oben muss ich mich mal um den Generator kümmern. So. Die wollte den jetzt noch gierig durchziehen. Oh, hier ist auch der Keller. Ah, dann kommst du mal in den Keller. Dann bin ich auch nicht so weit von dem Generator weg und kann gleich dran treten. Ich habe noch überlegt, ob ich Pops auf die Wiesel mitnehmen soll. Hab mich dann aber dagegen entschieden. Jetzt wäre es ganz praktisch. Für einen Jane, der so weit ist. Naja, gut, egal. So. Oh nein! Es hätte so gut werden können. You summoned me. I came. Tap schon wieder. Tap hat so richtig Bock, den Würfel zu machen. Oh, die lässt sich sterben. Oh nein! Alter, hier sind so enge Gänge. Wie kann ich den mit der Dreckskette da nicht treffen? Jetzt hab ich dich. So, drei Gens fertig. Wenn ich Pep jetzt aufhören, zwei Survivor tot. Und dann noch Michaela und Feng. Michaela hing schon mal. No tears. They are a waste of good suffering. The box. You opened it. I came. Ach, schön, dass er wieder redet. Ich finde das super. Fand ich ein bisschen schade, dass sie das rausgenommen haben. Aber da haben wir es doch wieder. Oh, sie wirft nicht um. Doch, sie wirft um. Ah, der Tat ist jetzt raus. Und sie rennt weiter gegen eine Wand. So. Bringen wir dich zu diesen Haken da vorne. Dann gucken wir mal, ob wir die Fang finden. Vorher werde ich die Palette hier zerstören, dass sie weg ist. Da wurde gerettet. Das heißt, Feng sollte in der Nähe sein. Das ist Michaela. Feng, wo bist du? Da bist du. Ich wollte gerade schon sagen. Einmal. Okay, die will das Spiel schon weiterspielen. Okay, jetzt kann ich aber... Jetzt sollte ich aber ganz in Ruhe die Paletten zerstören können. Was ist hier los? Komm, beenden wir die Runde. Nee, 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 nee. Oh, Wildpferd. Ich krieg jetzt keine Haken angezeigt. Da nehme ich den da vorne. Ah!
ganz, ganz seltsame Runde. Keine Ahnung, ob der Disconnect keine Lust mehr war. Oder ob es ein echter Disconnect war. Ist mir auch egal. Ich meine, was soll ich denn machen? Ich mach doch auch nur meinen Job. Ja, das war Pinhead. Er redet wieder, der gute, alte, nette Mann. Ach, stimmt, mit dem Matsch auch noch eine Daily. Das ist ja doppelt gut. Okay. So, da wird jetzt aber noch eine Folge, noch eine Runde hinten dran kommen. Bis gleich. Und da sind wir in der nächsten Folge, in der nächsten Runde. Diesmal spiele ich den Todesboten. Die Überlebenden haben sich freiwillig Mount on Mount gewünscht. Mal gucken, warum. Oh, wir haben einen David. Mit kein Gejammer. Ja, den Todesboten spiele ich mit Korrupte Intervention, Fluchruin, Popgoss, Weasel und Totenschalter. Und mal gucken, was dieser David hier jetzt so vorhat. Und ich habe wieder das Addon dabei, dass wenn ich einen Überlebenden abschieße und der, ich glaube, 12 Meter von mir entfernt ist, ah, schade, dann ist er gefährdet. Könnte auf der Map funktionieren. So. Jetzt habe ich erstmal Steve. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ist David mit seiner Taschenlampe in der Nähe? Sieht nicht so aus. So, die Survivor werden jetzt höchstwahrscheinlich erstmal... Was ist dein Plan, David? So, schlagen nach. Wo ist er hin? Er ist weggerannt. Hier war eben noch ein Umschlag, aber der ist scheinbar schon wieder weg. Ah, okay, Dead Heart, ja klar. Natürlich hat er Dead Heart. Na. Egal, von mir aus weiterrennen. Solange mir hinterher rennt, macht er keine Generatoren. Das gibt mir Zeit. Korrupte Intervention ist noch aktiv. Oh, da war wohl jemand an meinem Totem. Und zwar diese, was sind das? Feng? Yun Yin, so rum. Mensch. Okay, Dead Heart ist raus und du liegst am Boden. David kommt dich nicht retten. Du kommst an den Haken. Aber dadurch, dass sie halt weiß, wo mein Totem ist und die auch ziemlich in der Nähe hängt, wird das Totem nicht mehr lange leben. Da hat jemand aufgehört zu reparieren. Was? Jetzt aber. So. Fräulein. Ja. Tja. Verschätzt. Mindgames verloren. Okay. Naja, gut. Wenn Ruin jetzt kaputt ist, habe ich immer noch Popgoss the Weasel. Erst ein Gen fertig. Willst du bitte? Danke. Erst ein Gen fertig, schon drei Haken oder so. Ah. Ah!
Wer war hier am Gen dran? Wahrscheinlich David, der jetzt mit der Taschenlampe angerannt kommt. Ja, der Generator ist blockiert, David. Das heißt, ich kann Popko aus dem Wiesel da drauf packen. Ja, Stun-Misch ist mir sowas von egal. Ist der Schuss wirklich so langsam, dass man Dead Heart so perfekt timen kann? Ich weiß es ja nicht. Ist mir auch egal. Ah, guck mal, da haben wir wieder Yun Yin. Einmal! War die nicht vorhin schon mal in der Palette und hat's versucht? Schade. Da ist Feng. So, dann benutzt man Dead Heart, Fräulein. Ja, benutze es, benutze es, benutze es. Ja. Zweiter Generator fertig. So, hab ich dich. Oh nein. Okay, doch nicht. Ich hab gedacht, David kommt angerannt, aber der ist daneben. Was ist seine Mission? Okay, dann jage ich dich jetzt hier. Hast du gerade Dead Heart benutzt? Ernsthaft? Ist mir egal, du kannst mich stunnen. Vielleicht hat er die Archivaufgabe, dass er stunnen muss. Und da hab ich dich. Und da außer dir niemand anderes eine Taschenlampe dabei hat, kannst du jetzt auch nicht mit einer Rettung hoffen. So. Aber einen Haken mit dir. Ich sag's immer wieder, nie von Survivern triggern lassen. Irgendwann kommt der Moment, dass man sie gut erwischen kann. Dieser Moment war jetzt. So. Die geht hoch. Einmal. Oh, das war weit genug. Oder war die noch verletzt? Nee, ich glaube, das war weit genug, dass sie gefährdet ist. Oh, die hat einen Entscheidungsschlag. Wow. Jetzt hat es einmal geklappt. Das hat mir nichts gebracht. Das war's jetzt aber mit dem Entscheidungsschlag. Und ich hab dich wieder. Die müsste tot sein. Oh nein. Boah, David. Du hast bestimmt auch einen Entscheidungsschlag. Ja. Beziehungsweise du hattest. Die mache ich mal weg. Eigentlich hätte ich sie stehen lassen können. Die ist sehr unsicher. Nett, dass du mir direkt vor die Nase gesprungen bist, mein Freund. So, wo bringen wir dich hin? Da bringen wir dich hin. Perfekt. Ich hab... Ah, da ist Steve. Der ist tot, wenn ich ihn erwisch. Schön ausgewischen. Die Wand mache ich mal weg. Da drin ist doch David. Vielleicht kann ich ihn rausnehmen. Na gut, schmeiß die guten Paletten und ist mir egal. Da ist auch Yun Yin.
Hat er leider gut gemacht. Jetzt werde ich hektisch und das darf nicht passieren. Die Palette mach ich mal weg. So, hab dich einmal. Oh. Ich hab ein Gen-Dreieck. Ein Gen-Dreieck. Ja, ihr wisst, was ich meine. Hallo! Schön, dass du da bist. Ja, der tat. Ich muss nur schneller sein als der. Ich muss nur schneller sein als er. Gut. Die ist tot. Die ist raus. David ist raus. Und Steve ist raus. Hopp. So, Haken. Ich muss jetzt Gas geben. Verdammter Mist. Das ist nicht schön. Ich weiß auch nicht, wen ich hier gerade verfolge. Ja, blende mich halt. Ja. Da vorne rennt auch jemand zum Ausgang. Ah, unangenehme Situation. Ich hatte das Spiel in der Hand und habe es hergegeben, weil ich schon irgendwann vorbeigeschossen habe. So wie jetzt. David, du hast verkackt. So, Steve. Ach, verdammt, der kann ja aufstehen mit keinem Gejammer. Oh, der hat Dead Heart zu falsch benutzt. Nein, du wirst nicht aufstehen, du wirst sterben. Und Steve wird auch sterben. Und die Fang wird höchstwahrscheinlich rauskommen. Ja, die Fang ist raus. Okay, okay, uiuiuiuiui. Erst sah es mega gut aus. Dann knapp und jetzt doch noch drei erwischt. Ist absolut okay. Und hier ist die Luke. Puh. Also zwischendurch habe ich gedacht, ja easy, ich krieg alle. Und dann auf einmal kam der Moment, da ich hektisch wurde und viel vorbeigeschossen habe. Naja gut, egal. War doch trotzdem eine coole Runde. Hat doch alles schön funktioniert. Ich hoffe, euch haben die zwei Runden gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Dead by Daylight sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.